Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Stellaris. So, wir haben im letzten Part es leider nicht geschafft, den Kometen aufzuhalten und jetzt allmählich hätte ich Bock, ein bisschen Krieg zu führen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch alles zu erledigen haben. Du gehst jetzt erst einmal hierher und was haben wir noch zu tun? Das Forschungsschiff, das ist okay, dass das parkt. Unsere Fleet darf jetzt erst einmal nach Sol zurückkommen. Nein, wir schicken es erstmal hierher. Und dann hätte ich persönlich Lust, jetzt demnächst mal ein bisschen Krieg zu machen. Aber für Krieg hätte ich mindestens ein K-Fleet gerne. Das versuchen wir jetzt noch. Hier bauen wir gerade noch ein Kolonieschiff Schiff fertig. Danach gönnen wir uns noch einen Zerstörer und eine Korvette. Dann sind wir eh schon wieder fertig und los geht's mit weiter. So. Irgendjemand hat nichts zu tun. Ja, okay. Da waren wir mit dem Bauen schneller fertig als gedacht. Oh ja, der Präsident ist gestorben. Wen interessiert der Präsident? Mich persönlich nicht. Schauen wir mal, was für Präsidenten wir unterstützen könnten, wenn wir den wollen würden. Will ich aber eigentlich gar nicht. Produktion, Lebensdauer, Baukosten, Zerstörer, minus 20%. Das wäre gar nicht so verkehrt. Zufriedenheit plus 10. Was haben wir noch? Lebensdauer, Feldproduktion, Baukosten, Kolonieschiffe. Also hier der Kandidat, der wird mir fast gefallen. Komm, du kriegst meine Stimme. Weil Baukosten, Zerstörer finde ich jetzt nicht schlecht, wenn wir die ein bisschen senken können. Wo ist denn unser Konstruktionsschiff? Das ist da hinten. Was lassen wir dich jetzt tun? Wenn unsere Forschung ein bisschen hochpushen, wäre eine Sache. Aber erst einmal fliege erstmal hierher. Danach bauen wir hier eine Bergbaustation. Das hört sich doch noch am Plan an. Und wie gesagt, dann würde ich relativ bald gerne dem Kerl hier den Krieg erklären. Aber dafür würde ich gern etwas bessere Schiffe haben. Situation Log updated. Moment, was hat sich getan? Oh ja! Oh ja, perfekt. Das war die Korvette. Na claro. Zerstörer und Korvette. Oh, Forschungsschiff. Und die Transporter können wir auch noch anpassen. So. Sehr schön. Dann dürfen unsere... Wir sollten sie doch nach Sol ziehen, dann können wir sie in den Raumhafen schicken. Da verbrauchen sie auch nicht so viel Ressourcen. Und dann ist das eh besser. System Survey complete. So, irgendwo ist einer fertig geworden. Schauen wir mal, was der Kandidat hier gefunden hat. Du hast hier irgendein Spezialdings gefunden. Anomalie, Schiffswert reparieren. Ja, hau rein. Der Kollege hier oben, fleißigst am Erforschen, hoffe ich doch. Ah, viel hat er nicht mehr zu erforschen, aber doch. Ein fleißiger Lump. Okay, hier haben wir dann irgendwas Kolonisierbares. In ferner Zukunft. Und der hier könnte theoretisch auch was kolonisieren. Jetzt ist die Frage, wo kolonisieren wir? Da hinten? Alpha Centauri oder Tyll? Tyll würde sich eigentlich fast anbieten, oder? Schick mir nach Tyll. Und da, perfekt, bietet sich an. Dann würde ich sagen, erweitern wir auch gleich den Sektor. Wie heißt der lustige Sektor? San Lucas. System Survey complete. Irgendjemand ist gestorben, Wissenschaftler. Ach komm schon. Really? Muss das sein? Ja, rekrutieren wir einen. Ja, komm. Du darfst dann hier erkunden. Du darfst dann hier erkunden. Dann sind wir, damit sind wir hiermit fertig. Ja, genau. Forschungsschiff, wo ist das hier? Das passt. Kolonieschiff bewegt sich.
Sehr schön. Dann müssen wir auf Earth für die Vorbereitung auf den Krieg auch ein paar Armeen rekrutieren. Angriffsarmeen, versteht sich. Leider habe ich bisher nur so billig Armeen. Aber ja, mei, hilft halt nichts. Wir sind halt noch in Entwicklung. Wir sind noch ein Entwicklungsimperium. Aber eigentlich haben wir uns ja doch schon ein bisschen breit gemacht. Wenn wir den hier vasalisiert haben, dann wird das hier eh alles ein bisschen smoother laufen. Bau abgeschlossen. Was haben wir für einen Bau abgeschlossen? Ah, ein Zerstörer ist fertig geworden. So, Fleet, ihr dürft hierher. Ihr vereinigt euch. Und ab in den Orbit. Damit haben wir schon mal 887k. Ein paar Korvetten wären halt dann noch ganz nice. Die kann ich tatsächlich noch bauen, so als Kanonenfutter quasi. Und dann würde ich eh schon sehr gerne das Upgrade machen. Ja, Energiecredits sind lustigerweise voll. Aber die Ressourcen, die kommen halt gerade irgendwie echt. Special Project complete. Echt langsam rein. 200 Erfahrungspunkte. Yay. Yay. Wo bist du? Ja, gut. Hey, new ship. Was ist das für ein Ship? So ein Militärschiff? Eine Fregatte. Moment. Die Fregatte schicken wir auch nach Sol. Ach, komm schon. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt der nächste Weg, aber was soll ich machen? Ist halt für ihn das Schnellste. Dann hier einmal erkunden. Die tun noch, was sie tun sollen. Und hier läuft es eigentlich soweit auch ganz gut. 933 Militärstärke, das wird auch immer besser. Gefällt mir auch ganz gut. Schaut es mit unserem Kolonieschiff aus. Ach ja, wir wollten noch den Sektor. Arbeitslosigkeit. Wie schaut es denn hier aus? Nahrung haben wir eigentlich genug. Dann darfst du... Na, du darfst Strom. Du darfst Mineralien. So, Research complete. Okay, Besiedlung von Gebirgszug. Sehr schön. Was können wir noch? Ach, kommt schon, Leute. Ihr geht mir echt auf den Sack mit eurem Sterben. Was hat der hier? Forschungsgeschwindigkeit plus 5%. Computerwesen. Nehmen wir den hier. So, was darf der? Wüstenwelt. Biolabor 2. Neue Höhlen. Machen wir hier erstmal Wüstenwelt. Dann können wir endlich einen neuen Planetentypus kolonisieren. So. Könnte meine Fleet eigentlich jetzt... Ja, die würde in einem Tick tatsächlich dahin kommen. So, Forschungsschiff, du gehst einmal ganz kurz her. Das ist echt ärgerlich. Wirklich gerade so nicht mehr im Radius. Ärgerlich, ärgerlich. Kannst du das eigentlich erforschen? 22% erforsche erstmal das und danach gehst dahin. So. Die sind gerade am Upgraden. Sehr schön, das heißt, die dürften dann auch ein bisschen stärker werden. Dann würde ich gerne noch ein, zwei Schiffe bauen und danach erklären wir dem Kaspel da oben den Krieg. Vielleicht noch einen Zerstörer. Was? Bla bla bla. Super. Alien-Proto-Zivilisationen. Macht mich mega glücklich. Jetzt nach dem Upgrade könnten wir es theoretisch auf 1k Fleet schaffen. Spätestens, wenn ich nochmal einen Zerstörer baue, schaffen wir es. Okay, wir haben jetzt 7 Korvetten und 6 Zerstörer. Ein Zerstörer und eine Korvette, das hätte ich gerne noch. Das würde mich glücklich machen. Und ich denke, das würde unsere Kriegsgewinnchancen enorm erhöhen. So, 3 Angriffsarmeen haben wir auch schon. Ja, hau rein. So, die sind gleich fertig.
Meine Fresse, sag mal, in was für einem hässlichen Universum sind wir denn gerade unterwegs? Bla bla bla, bevor die anderen Planeten verlassen. Ja. Ja, okay, wir können viel voneinander lernen. Ich würde als allererstes lernen wollen, wie ihr esst. Also das schaut ekelhaft aus. System Survey complete. Moment. Den hier hat's. Der hier musste raus, oder? Also irgendein Schiff ist vermisst. Wo ist das? Du bist doch nicht vermisst. Ach, New Ships. Ah, okay, okay, okay. Aber hier sind auch echt ganz schöne Sternenlücken, muss ich sagen. So, Forschungsschiff. Der ist fertig mit dem Erkunden. Dann schau mal hierher. So, wie schaut's hier aus? Weg damit, weg damit. Ja, schön, schön, schön. Ja, die sind jetzt erstmal vermisst. Irgendwann mal tauchen die schon wieder auf. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt auch relativ latte. Und kommt schon, Ships 1K, wir haben es echt geschafft. Faszinierend, gigantisches Skelett untersuchen. Situation log updated. So, ja, komm. Das gigantische Skelett darfst du auch noch. Erforschen. Und danach. Colony established. Construction complete. Und danach das System erkunden. So, Colony established. Ich wusste es, dass ich das jetzt noch vergessen werde. Ich wollte ja die ganze Zeit diesen Kack-Sektor gründen, San Lucas. Aber irgendwie hat mich dann immer irgendetwas rausgezogen. So, wie schaut's in unserem Sektor aus? Weil der hatte gerade Minus. Jetzt passt's. Der kriegt natürlich auch einen Anführer. Baukostenblocker. Eiserne Faust, nö. Eifrig, ja, hier kommt ein Eifriger. So, wie schaut's mit unserer Fleet aus? 1063. Dann würde ich gerne hier noch, wie gesagt, einen Zerstörer und eine Korvette. Und danach Construction complete. Kümmern wir uns um den Vogel da hinten. So, wie schaut's auf Sirius aus? Oberfläche. Ja, die tun eigentlich ganz fleißig, würde ich sagen. So, der kriegt jetzt hier mal ein Forschungsgebäude. Das hier könnten wir theoretisch verbessern, wenn wir genügend Ressourcen hätten. Haben wir aber gerade nicht, weil ich ja ein Gebäude gebaut habe. So, wie lange braucht der Spaß? Incoming Transmission. Sternenkarten. Ach, komm schon. Nehmen wir an. Kennen wir uns hier hinten ein bisschen aus. Tut uns auf jeden Fall nicht weh. Eher im Gegenteil. Das Forschungsschiff ist jetzt fertig. Ja klar, weil wir Sternenkarten gehandelt haben. Schauen wir mal hierher. Wahrscheinlich ist da nicht erforscht, weil da irgendwas Böses ist. Würde ich jetzt annehmen. Oder? Situation log updated. So. Na? Wie schaut's aus? Wie unerwartet. Ja, dann gehen wir hierher. So, dann schauen wir uns mal unsere Fleet an. Erstaunlich. Gut. Ich lese mir das mittlerweile nicht mal alles durch. Wie gesagt, ich zocke das Game ja auch offscreen relativ häufig. Und das ist so eine Flut an Informationen, die man da kriegt. So, hier tun wir noch Armeen rekrutieren. System Survey complete. So, dann machen wir erstmal hier System Survey. Schauen wir mal, was hier. Entschuldigung. Was sich hier getan hat. So, und dann
würde ich sagen. Warten wir jetzt auf jeden Fall noch auf unsere Armeen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall für den Krieg. So. Ein paar Schiffe haben wir ja schon. 1200. Wie schaut die eigentlich aus? Unterlegen. Flottenstärke unterlegen. Flottenkapazität unterlegen. Technologische Stufe ist er ebenbürtig. Schade, schade, dass die nicht hübsch sind. Ein paar Sexsklaven wären schön, aber ich stehe nicht auf 1000 Füßler. So, Tüll. Hat er hier seine neue Kolonie gekriegt. Schön. Was haben wir hier? Proto-Zivilisation schon wieder. Hm, sollen wir uns noch Schiffe bauen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. System Survey complete. So, du darfst dann mal hierher und das ist eh das bei uns, oder? Schauen wir mal, das dürfte das, was bei uns ist. Ja, genau. Dann können wir weitermachen. Wie schaut es mit den Forschungen aus? Ja, die laufen auch ganz fleißig vor sich hin. Hier, sehr schön. Warp-Antrieb 2 haben wir bald. Dann geht das auch ein bisschen flotter. So, du darfst jetzt hier eine Bergbaustation auf jeden Fall bauen. Wir brauchen mehr Energie und mehr Mineralien. Also hau rein, Kollege. Der hier wird auch... Ach ne, das sind zwei unterschiedliche Imperien. So, wie schaut's in den Siegersbedingungen aus? Jetzt schon wieder so eine beschissene Alien-Proto-Zivilisation. So, momentan haben wir 7 Systeme kolonisiert und es gibt 12 Reiche zu, nennen wir es mal freundlich, säubern. Was haben wir hier? Ah, das New Ship hat es bis hierher geschafft. Dann darfst du noch auf direkten Weg nach Hause kommen. Gut, vielleicht jetzt nicht der direkteste Weg. Aber was will man machen? Wie schaut es mit den Armeen aus? Ja, die sind auch bald fertig. Sehr schön. Bauen wir uns auch noch eine Korvette. So, irgendeiner ist schon wieder fertig. So, schönes System eigentlich. Hier kann man auch wieder was kolonisieren. Giftige Welt? Ach ne. Ich dachte schon, ich könnte jetzt die giftige Welt kolonisieren. System Survey complete. Aber mit dem System Survey sind die momentan echt flott unterwegs. So. Den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Auf Earth, was ist da abgeschlossen? So. Wissenschaftler. Ja, dann brauchen wir halt einen neuen. So, jetzt mal an. Robust. Da kommt jetzt ein Robuster rein. Robusto. Und los geht's. Machen wir mal kurz zu Fleet. 1279. Ja. Und die Armee-Rekrutierung ist abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier nochmal ein Survey complete. Dann hierher mit dir. Ja, im Prinzip, wenn das Survey, wenn die Armee jetzt eigentlich fertig ist, könnten wir rein hypothetisch dem anderen Karspiel den Krieg erklären. So. Zerstörer. Da hat der neue Präsident hat es echt gebracht. Finde ich gut. Daher will ich auf jeden Fall einen haben. Was? Okay. Direkt bla bla bla, Museum. Ah, wir werden diese Exemplare beschaffen. Situation Log updated. So. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einen Cut. Beim nächsten Mal bekriegen wir uns mit dem Karspiel da hinten. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.